Servus und hallo zum Workshop-Tutorial für Scrap Mechanic. Einige von euch stellen ja richtig tolle Kreationen im Workshop uns zur Verfügung der Community. Ist ja schön und gut, aber die Beschreibungen da dabei sind oft für meinen Geschmack etwas dürftig. Ich bin so ein Ordnungsfreak und ich mag es, wenn alles schön geordnet dargestellt ist. Ich zeige das mal euch kurz anhand meiner Kreation. Ich nehme mal hier die neueste einfach. Hier diese unterschiedlichen Farben, mal dick, mal dünn, dieses schräg gestellte, einfach Informationen mit Links versehen und so ein Quatsch, also, und das könnt ihr alles ganz einfach einfügen. Ich zeige das euch jetzt, wie das funktioniert. Was ich auch oft sehe, ist, dass es Deutsch und Englisch gemischt ist. Wenn ihr jetzt hier seht, hier stehen die englischen Texte, Launch with Server Room oder hier Huge Bus Garage und so ein Quatsch, und wenn jetzt drauf geht, ist es aber Deutsch. Das ist, weil ich hier in der Titelbeschreibung, da geht ihr hier drauf, Titelbeschreibung, und jetzt könnt ihr hier die Sprache ändern. Da geht es ziemlich viel. Falls ihr noch einer anderen Sprache außer Deutsch und Englisch mächtig seid, könnt ihr natürlich da auch eine Beschreibung reinschreiben. Ich habe zum Beispiel die ganze Beschreibung hier. Da ist im Prinzip alles schon vorgefertigt. Was nicht vorgefertigt ist, ist immer dieser Text hier. Ich switch mal aufs Deutsche um. Was nicht vorgefertigt ist, ist immer dieser Text hier. Und natürlich hier die Höhe und Größe. Ansonsten ist alles vorgefertigt. Gut, die Funktion natürlich, die muss ich auch immer noch eintragen. Ansonsten ist alles vorgefertigt. Wenn ihr das jetzt hier im Deutschen reinschreibt, wird das automatisch, wenn ihr ins Englische wechselt, übernommen. Oder andersrum. Wenn ihr erst das Englische reinschreibt, dann wird es in das Deutsche übernommen. Aber es ist nicht gespeichert. Ihr müsst erst auf den Speicher-Button klicken. Das ist wichtig. So könnt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Deutschen irgendwas geschrieben habt, könnt ihr das ganz einfach hier im Englischen übernehmen, halt ins Englische übersetzen und fertig. Wenn ihr natürlich so eine überaus ordentliche Beschreibung wie ich hier drin habt, dann ist es natürlich hier mit Read Description, if you enjoyed the like, blablabla, dann müsst ihr das natürlich auch alles ändern. Deswegen, wie gesagt, ich habe da eine Vorlage, die muss ich einfach nur einfügen und dann fertig. Wie ihr seht, habe ich ja hier diese eingeklammerten B, H1, U, und das hier ist ganz wichtig, URL, das hier. Das ist die Textformatierung von Steam, die könnt ihr meistens, ich gehe mal hier kurz zurück, die könnt ihr meistens hier unten finden. Wenn da irgendwas jetzt in den Kommentaren reinkommt, dann findet ihr die Texthilfe. Das ist jetzt die kleine Texthilfe für Kommentare. Es gibt auch noch eine größere, die blende ich euch jetzt hier kurz ein. Da seht ihr, da geht schon etwas mehr. Zum Beispiel mit den Listen. Und so weiter. Da wird es auch ein bisschen beispielhaft erklärt. Jetzt hier drin habt ihr zwar auch ein Beispiel, aber ihr seht, ihr habt jetzt die Listen nicht. Die fehlen hier. Und ihr dürft es hier nicht denken, dass ihr das jetzt genauso einfügen müsst. Mit URL ist gleich Store Steam Powered .com und dann hier euren Link einfügen. Das ist hier blöd beschrieben. Hier müsst ihr den Link einfügen, zu was ihr verlinken wollt. Sei es jetzt YouTube, sei es jetzt eine andere Kreation, das geht alles. Als Beispiel kann ich das jetzt euch hier kurz zeigen. Ich habe hier das Busdepot verlinkt. Ich klicke da jetzt mal drauf, dann komme ich hier zu meinem Busdepot. So, gehen wir gleich wieder zurück. Jetzt zeige ich euch, wie das hier in der Beschreibung aussieht. Das ist nochmal das Deutsche, damit auch Busdepot steht. Ihr müsst diese Klammer machen mit Alt-GR auf der Tastatur und der 8, Alt-GR und 8 gedrückt halten. Ich mache das jetzt mal hier unten kurz. Alt-GR gedrückt halten und die 8. Dann kommt hier diese Klammer. Dann müsst ihr URL ist gleich eingeben und dann den von euch kopierten Link. Das könnt ihr in Steam ganz einfach machen, wenn ihr in Steam drin seid und ihr möchtet jetzt diesen Bildschirm. Das, was ich jetzt angezeigt habe, ist jetzt zum Beispiel eine Kreation. Drückt ihr einfach irgendwo ins Leere mit der rechten Maustaste und da drückt ihr Seiten-URL kopieren. Und dann könnt ihr hier nachher die einfach mit Steuerung V einfügen und schon habt ihr genau dieses dann hier verlinkt. Beziehungsweise müsst ihr dann nochmal Alt-GR und die 9 drücken für die Klammer zu.
ein Leerzeichen und hier jetzt am Link zur Beschreibung. Beschreibung als Beispiel. Nochmal ein Leerzeichen, wieder Alt GR8 und dann müsst ihr einen Schrägstrich nach rechts, also der auf der 7 machen und wieder URL eintippen und dann wieder die Klammer zu. Das Ganze dann speichern, ich mache das jetzt nicht. Dann steht hier, oh komm, ich kann es ja auch mal wieder entfernen, ich speichere es einfach kurz, kann es ja dann wieder entfernen. Und jetzt seht ihr hier, Link zur Beschreibung, wo es sich anklicken lässt und ich komme hier sofort her. Das wird wahrscheinlich jetzt für euch nicht funktionieren, würdet ihr da jetzt draufklicken, weil nur ich die Beschreibung bearbeiten kann. Deswegen machen wir das gleich wieder raus. Und so könnt ihr halt einfach und schick Links einfügen in eure Beschreibung. Wie ich zum Beispiel hier jetzt auf meinen YouTube-Kanal oder zur T-Community oder halt wie gesagt zu dem Busdepot. Dann, was auch noch sehr hilfreich ist, sind die Tags hier, die ich hier hinzugefügt habe. Die haben den einfachen Nutzen, dass wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal hier diesen Common Room. Common Room, jetzt gehe ich hier in den Workshop, jetzt suche ich mal nach Common Room. Common Room. Tada! Nur deshalb findet er jetzt diese Kreation. Das ist, hier, da wird es auch schon mir angezeigt. Common Room. Das sind einfach nur, wenn jetzt Leute nach Kreation suchen, jetzt habt ihr was weiß ich, einen Jeep gebaut oder sowas und dann könnt ihr noch Tags setzen wie Allrad, weil wenn jemand jetzt sucht, zum Beispiel Jeep Allrad oder sowas, dann wird der ihm angezeigt, weil in der Beschreibung genau das vorkommt, weil ich sag mal, nicht jeder sucht immer nach demselben. Jetzt wenn ich eine Garage habe oder ein Haus, dann kann das auch im Englischen ist es halt immer recht vorteilhaft. Vor allem, warum ist hier überhaupt Englisch? Da habe ich wohl vergessen, das zu übersetzen. Das ist jetzt das beste Beispiel dafür, dass ich erst die englische Beschreibung erstellt habe und dann die deutsche. Und dann hat er mir das hier alles übernommen und ich habe hier oben alles abgeändert, nur das nicht. Das muss ich natürlich dann auch noch abändern, mache ich aber jetzt nicht. Wichtig sind auch Bilder hinzuzufügen. Das könnt ihr einfach ganz hier dann hier draufklicken und dann wählt ihr einfach das Bild, das ihr gespeichert habt. Das könnt ihr entweder mit der Drucken-Print-Taste auf der Tastatur machen, wenn ihr im Spiel seid, oder mit der 11-12-Taste für ein Steam-Screenshot. Ich empfehle immer ein Steam-Screenshot. Macht dabei ihr am besten das HUD hier raus im Spiel. Mit Alt-Z könnt ihr das HUD im Spiel entfernen, dass ihr dann so ein schönes Bild habt, ohne hier unten diese Leiste. Vorteil da dabei ist, ihr könnt dann dieses Bild auch noch bearbeiten. Wenn ihr das mit F12 getätigt habt und ihr geht aus dem Spiel raus, dann erscheint automatisch die Bildergalerie. Da könnt ihr dann den Button klicken, auf der Festplatte anzeigen. Ich kann das jetzt hier schlecht zeigen, weil ich das nicht aufrufen kann. Aber ihr werdet dann schon sehen, was ich meine. Und da habt ihr dann das Bild, das ihr bearbeiten könnt und da könnt ihr euch dann den Pfad merken und hier dann, wenn ihr da draufklickt, dann den Pfad raussuchen. So, genau. Dann haben wir noch die Links. Hier könnt ihr noch Facebook-Link, Twitter-Link oder wie ich jetzt hier meinen YouTube-Kanal noch verlinken. Den man dann hier draufklickt, das ist auch noch wichtig. Hinzu kommt dann noch ein Mitwirkende, könnt ihr auch noch hinzufügen. Da könnte ich jetzt den Brand Badge zum Beispiel hinzufügen. Hoppla. Wollte ich aber eigentlich gar nicht. Ups. Hey Brand, lehnt es mal ab. Den muss ich gleich kurz schreiben. Okay, ja, und die Sichtbarkeit, ganz wichtig, das ist jetzt fast vergessen. Die Sichtbarkeit müsst ihr von versteckt, wenn ihr es veröffentlichen wolltet, hier auf öffentlich oder nur Freunde, wie auch immer. Ganz wichtig. Also wenn ihr jetzt das zu zweit gebaut habt, ist das hier wichtig. Ihr müsst Mitwirkenden hinzufügen. Dann kriegt derjenige, in dem Fall jetzt hier Brand Badge, kriegt eine Nachricht. Hey, da bist du als Mitwirkender dabei. Und dann muss der das jetzt noch annehmen. Deswegen steht ja auch ihr ausstehender Mitwirkender. Andere sehen das jetzt nicht, dass er mitgewirkt hat. In dem Fall hat er ja auch gar nicht mitgewirkt. Das war jetzt nur zum Präsentationszwecken. Ich muss ihn gleich anschreiben, dass er das nicht annimmt. Oder wieder löscht. Keine Ahnung. Okay, das wäre es dann eigentlich schon. Änderungshinweise könnt ihr natürlich auch noch hinzufügen. Das kann ich euch auch noch kurz zeigen, wie man das macht. Ich gehe mal hier kurz 30. Ich habe nämlich jetzt erst hier das automatische Schiebetor ein Update gemacht. Und ich schreibe dann immer hier
In die Beschreibung nochmal, was ist neu? Siehe Änderungshinweis, klicke ich jetzt hier drauf, komme ich direkt in den Änderungshinweis rein und hier habe ich dann hingeschrieben Version 1.1, Knöpfe auf beiden Seiten, blablabla, laberlaberlabercase. Dahin gelangt ihr hier, wenn ihr jetzt das eure Kreation ist, bekommt ihr hier Änderungshinweis anzeigen, klickt hier drauf und ihr könnt das Ganze dann hier hinter dem Datum könnt ihr das Ganze bearbeiten. Auch wieder in Deutsch und in Englisch. Er zeigt es hier nicht an, dass es nicht gespeichert ist, aber es ist gespeichert. Das ist ganz komisch. Also im Deutschen, ihr seht es ja, wenn ich jetzt hier drauf gehe und ich habe ja mein Steam auf Deutsch, dann zeigt es mir auf Deutsch an. Hätte ich jetzt mein Steam auf Englisch, würde mir jetzt die englische Beschreibung anzeigen. Wichtig für alle, Englisch ist die Standardbeschreibung sozusagen. Also wenn ihr jetzt das Ganze im Deutschen eintragt, wird das Ganze natürlich, und ihr tragt im Englischen nichts ein, wird es für andere natürlich trotzdem als Englisch angezeigt oder als Deutsch angezeigt, natürlich, aber es wird bei denen im Englischen angezeigt, soweit ich weiß. Naja, okay, ich hoffe, ich konnte euch hier einen kleinen Einblick bringen, wie ihr hier so eine halbwegs gute Beschreibung erstellt. Wie gesagt, nutzt die Formatierungen. Nutzt die Formatierungen hier, zum Beispiel dieses H1, dann könnt ihr hier einen Text reinschreiben und dann wird das Ganze als Überschrift in diesem Blau hier euch dargestellt oder mit dem B als Fett oder ein U für das Unterstrichen, ein I fürs Kursiv oder ein durchgestrichenen Text, habe ich jetzt selber noch nie gebraucht. Verborgen Spoiler, da ist, wenn man mit der Maus drauf geht, dann wird das angezeigt, wie ihr hier seht. Ansonsten ist es schwarz. Gibt es jetzt inzwischen Text? Das ist neu, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Cool, muss ich mal selber ausprobieren. Okay, und dann haben wir noch hier den Link. Wie gesagt, hier müsst ihr eure URL einfügen, zum Beispiel youtube.com. Und dann könnt ihr hier den Text individuell anpassen. Das ist dann nachher das, was angeklickt wird. Der Text. Und der führt dann hier zum Link. Da könnt ihr dann hier zum Beispiel YouTube hinschreiben, wenn da hinter der YouTube-Link steckt. Oder euer YouTube-Kanal, mein YouTube-Kanal. Und dann klicken die Leute da drauf und kommen direkt da hin. Okay, wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch hier ein bisschen damit geholfen. Und sagt mir, was ihr davon haltet. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne in den Kommentaren mich fragen. Ich versuche euch so gut wie möglich zu helfen. Und ja, dann danke ich schon mal hier fürs Zuschauen und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, scrappt weiter. Ciao!